Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spyro der Drache. Das war nicht lustig. Oder auch nicht. Oder war es lustig? Ich weiß es nicht. Schade, ich dachte, ich würde ihn erstmal im Rahmen. Deshalb habe ich dies gemacht. Hat das Spiel mir den Witz denied? Ne? Sagst du Magicrafters? Wir müssen erst den Boss und den Fluglevel machen. Dann haben wir den letzten Level endlich das Fluglevel in der ersten Welt machen konnten. Diese kleinen Hunsinn. Töte. Oh mein Gott. Come on. Come on. Halt daneben. Come on. Come on. Come on. Erstmal Teufelsfeuer machen. Kann man nochmal machen? Und let's go! Auf dem Weg nach Batania City. Crystal Flight. Alter, wie sieht das denn nochmal aus? Keine Lust mehr. Normalerweise sind die Fluglevel überhasst. Ja. Aber ich mag die nicht, weil ich dort scheiße drin bin. Ja, eigentlich sind die Fluglevel voll spaßig. Ja, das ist meine Abwechslung. Aber ich bin kacke. Ich wenn ich die recommended Route, ne? Also die empfohlene Route. Und hab gerade mal 50 Sekunden noch übrig. Alter, was ist das für ein knappes Zeitlimit? Der haben sie ein bisschen gesnifft. Alter, what the fuck ist das gemacht? Und ich muss zurückfliegen. Boah, ich kann man das machen? Ich wollte ums Testen, aber wow. War halt echt merkwürdig. Never again. Und ich hab eins übersehen. Glaube ich zumindest. Hat auf jeden Fall kein Ding gemacht. Selfie Cashels. So. Oh Gott, das war halt echt knapp dran. Zack. Ich habe ein bisschen Zeit dazu gewonnen. Im Gegensatz zum letzten Mal. Nein! Und da habe ich Zeit verloren. Jetzt wird es noch knapper als davor. Komm schon. Oh. Alter, ich bin gerade angespannt. Noch einer, da. Jawohl. Easy. Der Maul. Nein. Das war easy. Hey. 5 Minuten haben wir gerade. Zeit halt für ein Buslevel, würde ich jetzt behaupten. Nein, ich will. Oh.
Da. Oder erstmal die Kamera richtig machen. Beispiel. Ah, dann nicht. Oh Gott. Blau Heart oder Blau Home. Go Heart oder Go Home. Gute Anspielung, PC. Gute Anspielung. Gut, dass du es danach instant verraten hast. So als würden die Leute keinen Gag kennen. Spasti. Oh, doch nicht. Ah, erwischt. Einer. Blau Hart oder Blau Job. Mein Gott, das war Kacke. Wow. Wow. Stirb. Jawohl. Good job. Good job, Spiro. Nein. Oh Gott. Bin ich dumm. Alter. Alter. Altai. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich in diesem Kristall gefangen war. Ich weiß es auch nicht. Wer bist du noch gleich? Nichts wie weg hier. Hi, nichts wie weg hier. Wie geht's dir? Nicht mehr gesehen. Nichts wie weg hier. Wow. Wo geht's lang? Ich sag, hier geht's nicht lang. Come on, als. Oh, ich hätte das Ganze gar nicht machen müssen. Ich bin behindert. Der hat behindert gesagt. Ja, aber bei Retarded schreit ihr nicht rum, oder was? Burn. Als ob ich nicht getroffen habe. Au. Meiner. Ich find's gut, dass ich hier noch kein ein bisschen Leben gefunden habe zum Auffrischen. Sparks ist weg, weil ich muss die Edelsteine jetzt alle ganz von Hand einsammeln. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er. Warum wurde er nicht getroffen? Au. Warum wurde er nicht getroffen? Und dich ignoriere ich einfach. So, jetzt muss erstmal lernen, wie das funktioniert. Easy. Also bevor der den ersten Angriff macht. Bevor er seinen Angriff durchführen muss, angreifen. That's how it works. How it works. Twerk it, baby, twerk it. Was schon? Ja, ein Tag und 400 hier schon. Gut, weiter. Easy. Es gibt bestimmt irgendeine Welt, wo ich irgendein Level vergessen habe. Gibt's bestimmt. Wahrscheinlich der nächsten. Der Ballonfahrer, Tuka. Tuko. Beastmasters. War es nicht die Sumpfwelt?
Ja, jetzt müsste eigentlich die Sumpfwelt kommen. Oder? Ja, das ist die Sumpfwelt. Ja. Das ist die Sumpfwelt. Lecker, die Sumpfwelt. Die mag ich sowas von. Die ist die geilste Welt überhaupt. Die ist überhaupt nicht nervig. Und überhaupt nicht un unnötig groß. Überhaupt nicht. Die hätte man ruhig auf ein Level beschränken können. Aber nein, die ist übelst groß und hatte das behindertste Level von allen Spielen der Welt. Ich rede von den Super Sprint Level. Ja. Wo ich schon öfters Game Over gegangen bin. Aber in den späteren Welten gehe ich schon gar nicht mehr die Game Over. Oder zumindest selten. Oder sterbe. Ne? Ich meine, sterben ist schon okay, solange man nicht Game Over geht. Bruno Mars. Nasty Nog verwandelt unseren Sumpf in eine elektrisch geladene Müllhalde. Dabei war es hier früher so schön. Ja, klar doch. Ja, in einem Sumpf und schön. Ich merke, ich mag das Sumpflevel nicht. Die Sumpfwelt nicht. Die nächste Welt ist wunderschön, ja. Ich mag die nächste. Die nächste Welt ist glaube ich, meine Lieblingswelt. Weil die ist herausfordernd und nicht unfair wie diese hier, weil die ist komplett behindert. Unfair. Und scheiße. Nein, diese Welt ist einfach nur unfair. Ich mag die nächste Welt nicht. Ich mag diese Welt nicht. Die nächste Welt mag ich, aber diese nicht. Man kann jeder rumheulen, wie er will, aber die ist halt ein bisschen unfair. Ein bisschen vor allem. Ist komplett unfair. Ich finde, diese Welt würde nicht existieren. Aber da musst du durch. Ich habe gewusst, dass diese Welt existiert. Und oh nein, ich bin tot. Oh, doch nicht. Oh, scheiße. Ich dachte, ich wäre tot. Aber hier ist das Fluglevel. Das angenehmste von allen. Auch wenn die Fluglevel meistens gehasst werden. Aber ich mag die Fluglevel. Fluglevel sind schön. Voll entspannt, auch abwechslungsreich. Die Fluglevel in sich sind nicht abwechslungsreich, aber mal von ganzen Jump-One abgesehen, deshalb. Ey. Richtig. Als Abwechslung zum ganzen Jump-One, zum ganzen Plattformen hier. Ist schon ziemlich gut. Das mag ich. In 2.03 kommt ziemlich viel Abwechslung, so wie bei Crash Bandicoot 3. Klitoris. Ach, Klitoris. Aber ich muss jetzt weiter. Männer Sachen machen, die du dort nicht verstehst, du kleiner Wurm. Masturbieren. Hallo Ballonfaller. Hallo. Yami Ballonfaller. Oh nein, das Level. Oh Gott, das ist das behinderte Level, von dem ich geredet habe. Das ist so ätzend. Das ist halt das schlimmste Level von allen. Oh Gott. Ich mag's nicht. Ich mag's überhaupt nicht. Die sind schrecklich. Anstatt du einfach rüberläufst? Nein. Erstmal hängen bleiben. Ich meine, das Stückchen ist gerade mal so groß wie Spyros Fuß, ja. Kann man locker rüberlaufen, ohne dass irgendwas passiert. Ach nee, der Schlüssel war ja woanders. Ich erinnere mich, das war ja mein Baumstumpf. Oh, gespoilert. Oh, scheiße, ne? Ich hab das, was in 5 Minuten oder so passieren wird, gespoilert. Kann ich nur. Ich werde sterben. 3, 2, 1, tot. Oh, schade. Ist nicht passiert. Naja, scheiß Spoiler. Haben doch nicht funktioniert. Guck, das waren noch nicht mal 5 Minuten. Auch wie ich da hinkomme, keine Ahnung. Aber ich komme da anscheinend irgendwo hin. Irgendwie. Ich weiß jetzt wo. Von wo aus? Oh Gott, das ist knapp. Oh Gott, bin ich dumm. Ew.
Du hörst nichts? Nein! Ach Gott, hier ist noch weniger. Das am wenigsten. Und let's go! Time to get my gay on. Und ich will schauen, weil ich schon schauen habe. Warum bist du nicht gesprungen? Gut, dass mir so gut wie keine Edelsteine mehr gefehlt haben. Also ich muss die gleich wieder töten. Übrigens, wenn ich mit dem ersten Level fertig bin. Little Lame getroppt! Little Lame getroppt! Where drop? Woo! Dafür lohnt sich das getroffen zu werden. Kabam! Und haben wir nicht sprechen, danke. Damit haben wir alles. 300 von 300. Haben wir auch alle Drachen? Ja, wir haben alle Drachen. Gut, weiter geht's. Wie viele Eier fehlen uns eigentlich noch? Wir haben jetzt schon alle? Was? Ich glaube nur die ersten drei Welten Eier haben. Okay. Kann mich erinnern, dass das Treetops Level auch noch ein Ei hat. Anscheinend habe ich mich wohl getäuscht. Terrace Village. Terrace Village. Visage. Spirit Visage. Ne? Schönes Item. Sollte man sich nicht kaufen, wenn man ein Tank ist. Man soll sich als Tank generell keine Items kaufen. Meine Tanks sind der Tank genug. Aber die brauchen keinen Tank, keine Items mehr. Ja. Ist halt echt so. Tanks sind halt komplett broken, haben viel zu viel Damage. Dafür, dass sie alles aushalten sollen. Ja, scheiß prozentual Damage. Können nicht an den Arsch ficken, ist auch wahr. Weil natürlich muss man jeden Tank prozentualen Damage geben. Und dann nicht nur 1% oder so. Nein, gleich 20%. Ich meine, seems balanced. Ich meine, jeder deiner Spells macht 20% Schaden. Und dann denkst du dir als Late Game Carry so, geil. Ich soll Damage machen. Ja. Und mein stärkster Spell gerade mal 5% maximal die macht. Macht deiner 20. Schon auf Level 1. Oh Gott, du Cheater. Ja, das ist halt ziemlich balanced, ne? Und ich soll Late Game sein. Kann man nicht auch gleich als ADC spielen. Ja. Man kann halt Ornn als ADC spielen. Ja. Wird halt schwierig mit den Range Shoulder Attacks, ne? Aber. Ne? Hat er genug prozentualen Damage? Ne? Sehr gut Late Game. Also wie ein prozentualen Damage Wert. Ja, jetzt fehlt noch 2 Damage. Der wäre besser als Swain. Ich finde es halt komplett verständlich, wenn einer der 5 Milliarden Jahre gegen 20 Leute aushält, dass er dennoch noch alle One-Shotten darf. Ja? Ist natürlich selbstverständlich, ne? Also sonst wäre das Spiel ja zu leicht. Cloud. Sie haben die Kraft des Stroms entdeckt. Ach nee. Das tut richtig weh. Digga, was? Willst du mich pranken? Nom.
Shatter wollte schießen. Aber hat er nicht, weil ich war zu schnell. Ja, da go fest. Ups. Gotta go fast. Sonic, gotta go fast. Sonic, gotta go fast, 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 Sonic X. Oder so. Gotta go fast. Gotta go speedy. Speedy Gonzales. Ah, da wäre ich beinahe aufgefahren. Ha, reingefahren. Aber nicht mit mir. Ach, knapp. Stirb. Stirb mit Ü. Nein, du meinst schon. Dulenzorn. 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 Aufregenden Abenteuer berichten können. Klar, aber jetzt würde ich gern erstmal aus diesem Sumpf raus. Ich würde auch gerne aus dem Sumpf raus, aber darf ich nicht. Der Sumpf ist scheiße. Als ob ich den jetzt nicht getroffen habe, weil ich leicht davor war. Oh, fucking Legend. Manchmal frag ich mich halt echt, wie die Geräusche zusammengekommen sind. Ne, irgendwer muss ja vor mir gegangen sein und dann gemacht haben. So, wenn man Hatschau! Oder ja, muss halt alles gegeben haben. Ne? Ich meine, das muss man sich halt mal vorstellen. So in einer Großfirma einfach nur zu machen. Und dann, ja, das ist geil, dafür kriegst du jetzt 5 Milliarden Euro, geil. Übertreib es jetzt nicht. Hey, ich hab's gesagt, er hat eine Krankheit, der kann nichts anderes sagen. Oh. Du bist gefeuert. Ja. Weil du mir dumm ankommst mit deinen. Ja. Kommt davon, ne? Wenn man frech zu mir ist. Jetzt hältst du aber deinen Schnauze, ne? Du musst nicht meine Mutter beleidigen. Du mich auch. Spasti. Da hab ich dich gerade hochgeklatscht. Kabam. Ah, übersehen. Wollen wir übersehen. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Bam, endlich. Halt mal deine Schnauze! Das tut echt weh. Irgendwann. Ja, deshalb abonniert mich wegen den 1A Commentary. Ja, 10 out of 20. 4 out of 20. Also von dir aus bin ich hergekommen. Oh. Na gut. Nein! Bastard. Meins. Meins, mir fehlt irgendwo noch eine Rakete. Meins. Wo ist die Rakete hin? Wie komme ich da hoch?
Wie komme ich da hoch? Ne, ich glaube, ich weiß wie. Halt der Maul. So, muss da hoch. Irgendwo, ich muss wieder zurück hoch. Ja. Living in the. You know, you have to. Ich wurde im League angeschrieben. Und hab's nicht gemerkt. Warum habe ich nicht gemerkt, dass League of Legends angeschrieben wurde? Wahrscheinlich nur eine Spieleinladung. Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt auch nicht nachgucken, weil es gerade mit einer Folge. Nein. Hab ich den erwischt? Nein, schade. Das ist halt echt sweet gewesen. Run. Das kratzt halt echt im Hals. Macht's nicht nach, Kinder. Do not try this at home. You faggots. Jawohl. Weiter geht's. Ab ins Ende des Levels. Ab. Hey, du kannst doch einfach auf Level verlassen drücken, du Spasti. Warum ich will mal sein Levelchen? Schütteln oder so. Ja, bin ich. Ich wurde tatsächlich zum Spiel eingeladen. Aber interessiert mich nicht. Weil ich spiel Spielrote Drache. So besser. Erstmal wird gespeichert. Denn das war's mit der Folge. Ich will speichern. Bis dann und ciao. Wie gespeichert. Jawohl. So lobe ich mir das.